Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner live. Wir starten heute mit dem FPÖ-Parteiobmann und dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer. Schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Herr Hofer, in den kommenden Tagen wird entschieden, ob Österreich am 8. Februar langsam aufsperrt oder nicht. Sie hatten am Montag eine Videokonferenz, also da waren irgendwie alle Parlamentsparteien geladen, über den aktuellen Stand informiert zu werden. Was ist denn Ihr Gefühl nach dieser Videokonferenz? Wird es vorsichtige Öffnungsschritte geben oder glauben Sie das eher nicht? Also eine Aussage zu dieser Frage gab es dort konkret nicht, aber ich habe den Eindruck, dass man wohl nicht öffnen wird, nach allem, was ich jetzt in den letzten Stunden und Tagen auch gehört habe. Es wurde auch gesagt, dass die Zahl der Neuinfektionen bis März auf 3.000 steigen wird, trotz Lockdowns. Und ich habe auch dort gesagt, dass ich einfach den Eindruck habe, dass die Menschen hier nicht mitmachen. Die Bewegungsdaten sind ja bekannt, man hat noch kaum Einschränkungen. Und es gibt auch sehr viele private Treffen. Also man drängt die Menschen aus dem öffentlichen Raum, wo es Regeln gibt, in den privatesten Bereich, wo es keine Regeln gibt. Und ich habe den Eindruck, dass der Lockdown, den man als Allheilmittel sieht, bei der Lösung dieses Problems versagt. Wie könnte man Ihrer Meinung nach denn am 8. Februar aufsperren? Die FPÖ sagt immer, man soll aufsperren, aber wie ist das überhaupt möglich? Jetzt, wir haben wieder steigende Zahlen, alle fürchten sich oder sind besorgt wegen dieser Mutationen, diesen neuen. Wie wäre ein Aufsperren möglich? Also ich habe mir auch lange den Kopf darüber zerbrochen und mir sind alle Maßnahmen, alle Regeln recht, wenn es nur möglich ist, im öffentlichen Raum wieder aktiv zu sein. Das sind für mich die Schulen, die geöffnet werden sollen, weil die Kinder auch wirklich am Ende sind. Auch die Eltern, es gab den Fall der Mutter, die angezeigt werden soll, weil sie dem Kind beim Homeschooling geholfen hat und das nicht erlaubt ist, wobei man ja froh sein muss, wenn sich die Eltern um die Kinder kümmern. Und Alleinerziehende sind ganz, ganz besonders betroffen. Ich bin auch der Meinung, dass man bei jenen Familien, wo es Kinder im Homeschooling gibt, eine 13. Familienbeihilfe ausbezahlen sollte, für Alleinerzieher auch eine 14. Eine irrsinnige Belastung. Die Alimente bleiben aus, weil der Vater arbeitslos ist. Die Kinder sind zu Hause, oft eine kleine Wohnung. Ja, wenn man als Alleinerzieher kann man sich keine große Wohnung leisten. Also Schulen öffnen, Luftreinigungsgeräte endlich ankaufen für die Klassenzimmer. Die Geräte gibt es. Auch beim Handel öffnen mit Desinfektionsmitteln, natürlich mit der FFP2-Maske, mit Abständen, einer maximalen Kundenanzahl pro Quadratmeter. Denn ich kann schwer erklären, warum darf ich nicht ins Kleidergeschäft, wir haben bei uns in meiner Heimatgemeinde auch ein kleines Geschäft, dort darf ich nicht rein, aber ja, in der Gondel kann ich dann doch sein, wenn ich beim Skifahren unterwegs bin. Also diese Widersprüchlichkeiten sind nicht nachvollziehbar. Eröffnen unter Regeln. Und genauso die Gastronomie. Also ich glaube, dass die Wirte alles getan haben, um safe zu sein. Das heißt auch Abstände, viele haben Plexiglaswände eingebaut, das Personal mit Masken. Also dort ein Mittagessen einzunehmen, glaube ich, das muss möglich sein. Was nicht möglich ist, das Öffnen der Nachtgastronomie. Also um 3, 4 in der Früh, das glaube ich, wäre sehr schädlich. Jetzt schaut ja alles danach aus, dass zumindest die Gastronomie und die Hotels noch sehr lange nicht öffnen dürfen. Man hört, es kann vielleicht sogar erst nach Ostern sein. Das sind dann noch 2 Monate komplette Schließung für diese Betriebe. Werden die das überhaupt Ihrer Meinung nach überleben, eine Mehrheit in der Gastro- und Hotelbranche? Viele nicht. Es gibt eine Modellrechnung der Nationalbank, aber da ist der jetzige Lockdown noch nicht mit einberechnet und auch der nächste Lockdown nicht. Und dort ist es so, dass die Zahlen wie folgt sind, nämlich dass 29% der Gastrobetriebe nicht überleben werden. Jetzt werden es noch mehr sein, weil der Lockdown verlängert worden ist. Im Bereich der Kultur- und Freizeitwirtschaft sind es 31%, bei allen Betrieben in Summe 10%, auch Industrie 10%. Das betrifft das laufende Jahr und das kommende Jahr. Im Schnitt ist es so, dass in einem normalen Jahr etwa 1% der Betriebe aufhört, aus bestimmten Gründen. Jetzt werden es 10% sein und es werden noch mehr sein, wenn Lockdown verlängert wird. Und man darf eines nicht vergessen. Erstens, wir haben die Wirkung nicht, weil er greift nicht mehr. Sie werden sich erinnern, beim ersten Lockdown waren die Straßen leer. Es war wirklich Österreich wie ausgestorben. Jetzt haben sie völlig normalen Betrieb.
Und deswegen müssen wir andere Wege und Lösungen finden. Man kann das nur gemeinsam mit der Bevölkerung machen und nicht gegen die Bürger. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Jetzt haben ja die Experten und auch die Regierung diese neuen Zahlenziele vorgegeben. Das eine ist unter 700 Neuinfektionen, unter einer 7-Tages-Inzidenz von 50. Da sind wir derzeit meilenweit davon entfernt. Heute wieder 1600 Neuinfektionen. Wir liegen also beim Doppelten dieses Zielwerts momentan. Sollte man Ihrer Meinung nach auch öffnen, wenn wir diese Zielwerte nicht erreichen, obwohl das die klare Empfehlung der Experten ist? Es ist ein Systembruch. Ursprünglich war vereinbart, dass ein Lockdown dann kommt, wenn die Spitäler überlastet sind. Jetzt nimmt man diese Zahlen her und was man völlig außer Acht gelassen hat, in allen Monaten jetzt davor, die Kapazitäten zu schaffen, die ich benötige, falls wirklich die neue Mutation uns größere Probleme bereitet. Also wenn wir 3000 Infektionen haben, neu am Tag, aber es werden keine weiteren Kapazitäten geschaffen. Die Heeresspitäler wieder auch zu aktivieren, ich weiß, das geht nicht von heute auf morgen, aber das Ganze läuft schon ein Jahr und wir haben nichts getan. Und das Zweite, und ich muss es immer wieder sagen, das sind die alten Wohn- und Pflegeheime, wo über 40% der Toten dort zu beklagen sind und man über Monate hinweg dort die Maßnahmen nicht gesetzt hat. Also ausgerechnet die Menschen, die das Land aufgebaut haben, unsere Eltern und Großeltern, sind dann vereinsamt, also durften sie erst gar nicht besucht werden. Dann gab es eine Regelung, naja, du kannst besuchen, du musst einen Test vorweisen. Wenn es keinen Test gibt, dann reicht ein normaler Mund-Nasen-Schutz. Und es hat lange gedauert, bis das korrigiert worden ist auf Test und eine ordentliche Maske. Dann kam das Nächste, man hat die Heime mit Masken beliefert, die fehlerhaft waren. Also das waren Produkte, die den Test nicht bestanden haben. Also dort ist wirklich ganz, ganz viel passiert. Und ich verstehe eines nicht. In jedem anderen Land der Welt hätte ein Gesundheitsminister, der so viel verbockt hat wie unser Minister, längst gehen müssen. Ich verstehe nicht, warum er immer noch im Amt ist. Ich habe nichts gegen den Anschober persönlich, aber er ist eben nicht der richtige Mann auf dieser Position. Und ich muss ehrlich sagen, ich wünsche mir auch vom Bundespräsidenten als Schutzherr für die Österreicher, die er sein muss, das muss er ja sein, dass er sich aktiv einbringt und auch klar sagt, ich sehe einfach, da gibt es gewisse Dinge, die funktionieren nicht. Und ich suche auch die Positionen in der Regierung so zu besetzen, damit wir diese Krise meistern können, wirtschaftlich meistern können und gesundheitspolitisch meistern können und am Arbeitsmarkt und im Schulbereich. Zum Minister Anschober komme ich gleich davor noch ganz kurz eine Frage. Diese Mutation, bereitet Ihnen die gar keine Sorge? Weil alle Experten, sage ich einmal, sagen ja relativ einhellig, dass die Zahlen in den nächsten Wochen durch die Mutation zumindest steigen, manche sagen sogar explodieren werden. Ja, mir macht die gesamte Situation große Sorgen. Nur ich sage noch einmal, man darf nicht glauben, dass ein Lockdown dieses Problem löst. Wenn das so wäre, würden jetzt die Zahlen zumindest stabil sein oder nach unten gehen. Das ist nicht der Fall. Und ich habe deswegen auch dringend vorgeschlagen, dass man in den Bereich der Experten auch die Verhaltensforschung mit einbringt. Denn ich muss ja wissen, mit welcher Maßnahme habe ich die Menschen mit an Bord? Was kann ich setzen, damit das Verhalten auch so ist, um das Virus einzudämmen? Mit all dem, was man jetzt tut, ist es so, dass die Menschen einfach nicht mehr mitmachen, weil die Maßnahmen auch logisch nicht nachzuvollziehen sind. Ich würde gern zu der Demo kommen, die am Sonntag stattfindet in Wien. Da hat Ihr Klubobmann Herbert Kickl zur Teilnahme aufgerufen. Er wird auch selber daran teilnehmen. Ist das gescheit angesichts der doch zu erwartenden Gesetzesverstöße, die wohl wieder bei dieser Demo vorkommen werden? Es sind die gleichen Veranstalter wie bei den letzten Malen. Keine Masken, keine Abstände, teilweise auch Aufruf auf der Bühne, sich nicht an diese Maßnahmen zu halten. Ist das klug von der FPÖ und ihrem Klubobmann, dass man sich da jetzt, sage ich mal, mehr oder weniger Werbung noch dazu macht für diese Demo? Ich halte es für extrem wichtig, auch zu zeigen, dass man mit Maßnahmen, die gesetzt worden sind, nicht einverstanden ist. Dass es mutige Menschen gibt, die auch auf die Straße gehen und das auch ganz klar zum Ausdruck bringen. Es ist aber genauso wichtig, dass auch die Regeln eingehalten werden. Nach allem, was ich gehört habe, setzt man nicht mehr auf Deeskalation, sondern darauf, auch wirklich reinzugehen und die Menschen dort streng zu bestrafen. Ich ersuche die Demo-Teilnehmer, hier dem nicht auf den Leim zu gehen, sich nicht provozieren zu lassen, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, aber auch klar zu zeigen mit der Anwesenheit, was man von diesen Maßnahmen auch hält. Werden Sie an der Demonstration teilnehmen? Ich werde an der Demo nicht teilnehmen. Ich sehe es als meine Aufgabe, auch als Präsident des Nationalrates, meine ganze Erfahrung so einzubringen, dass diese Botschaft, die wir von der Straße bekommen, dass das auch sich niederschlägt in der parlamentarischen Arbeit. Und
daran setze ich alles. Warum gehen Sie nicht zur Demo? Ja, weil meine Aufgabe als Präsident des Nationalrates eine andere ist. Ich begrüße sehr, dass der Klubobmann als Speerspitze der Opposition im Parlament dort auch aktiv dabei ist, dass auch Mandatare mit dabei sind. Noch einmal ganz wichtig, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Wir sind angelobt auf die Verfassung und auf die Gesetze. Und auch dann, wenn ich gewisse Gesetze negativ beurteile, muss ich mich daran halten. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir jenen auf den Leim gehen, die schauen wollen, dass dort möglichst viel passiert, dass es dort Unruhe gibt. Nein, das muss eine friedliche, ordentliche Demo sein, wo man auch klar zeigt, wofür man steht. Und ich werde alles daran setzen, in meiner Funktion als einer der drei Präsidenten des Parlaments, dass auch das, was auf der Straße gesagt wird, was uns gezeigt wird als Parlamentarier, auch zur Umsetzung gelangt. Jetzt hat man den Eindruck, die FPÖ wird immer radikaler bei ihrem Kurs gegen diese Corona-Maßnahmen, insbesondere der FPÖ-Klubobmann, aber auch seine Stellvertreterin, die hat sich jetzt sogar geweigert, vor einem TV-Auftritt sich testen zu lassen, hat dann diesen TV-Auftritt abgesagt. Es gibt immer wieder Bilder, die auch zu sehen sind von FPÖ-Abgeordneten, die keine Masken tragen im Parlament. Warum fahren Sie diesen so radikalen Anti-Corona-Kurs? Nun, ich sage nochmal, an die Gesetze muss man sich halten. Es gibt keine Pflicht für Mandatare im Parlament, eine Maske zu tragen. Und Sie sehen ja auch an den Zahlen, es ist nicht so, dass freiheitliche Mandatare häufiger an Corona erkranken als Mandatare anderer Parteien. Wenn Sie sich die Zahlen ansehen, dann ist es eher, zeigt sich ein anderes Bild. Also wir passen schon auf. Und ich möchte schon eines sagen, wir sind eine Oppositionspartei mit einer Speerspitze im Parlament, auch mit Herbert Kickl, der, wie ich finde, diese Aufgabe sehr, sehr gut wahrnimmt als Antithese zu diesem Regierungskurs. Und wir haben eine Situation in Österreich, wie wir sie seit den 40er Jahren nicht mehr hatten. Also eine wirklich schwierige Situation. Und da braucht es eine starke Stimme im Parlament, die auch dagegen hält. Und das wird sehr gut gemacht. Aber anscheinend gibt es da doch einen sehr unterschiedlichen sozusagen Stil. Das ist ja schon augenscheinlich. Sie treten ja ganz anders auf als Herbert Kickl, auch in Ihren Aussagen. Also Sie sind viel weniger radikal. Ist Ihnen Herbert Kickl da teilweise ein bisschen zu extrem in seinen Aussagen? Also zuerst einmal, verstelle mich nicht. Ich habe mit diesem Stil auch die Wahlergebnisse bei der Präsidentenwahl erreicht, die dann sich auch in Zahlen wiedergefunden haben, aber ohne mich irgendwie zu verbiegen. Noch einmal, der Kurs im Parlament mit Herbert Kickl an der Spitze ist die Antithese zu diesem Kurs der Regierung, der uns sehr, sehr viel Schaden gebracht hat. Also wir stehen wirtschaftlich schlechter da, am Arbeitsmarkt schlechter da. Wir haben mehr Lockdown-Tage als viele andere Länder in der Europäischen Union und stehen bei den Gesundheitszahlen leider nicht besser da. Bitte auch nicht vergessen, es gibt nicht nur Corona. Es gibt auch große Kollateralschäden. Menschen, die die Krebsvorsorgeuntersuchung nicht machen lassen. Bei den Herzinfarkttoten einen Anstieg. Und viele, viele andere Dinge, Operationen, die abgesagt wurden im großen Stil. Also da ist es schon wichtig, dass es diese Antithese gibt zu diesem Regierungskurs. Ich bin als Präsident des Nationalrates, als Obmann einer Partei, die große Verantwortung trägt, jemand, der schauen muss, wie bringen wir diese Dinge zusammen, welche Lösungen finden wir auch, aber man muss auch laut sein. Man kann sich nicht alles gefallen lassen, was getan wird, denn am Ende des Tages orientiert sich auch die Regierungspolitik an dem, was die Menschen wollen, so hoffe ich. Und diesen Willen der Menschen, der wird sich zeigen bei der Demo, der wird sich zeigen auch hoffentlich im Parlament, weil ich glaube, dass es auch immer mehr Mandatare gibt, quer durch alle Fraktionen, die sich einen anderen Kurs wünschen. Die Regierung zu kritisieren ist das eine, aber ist es klug, dass Herbert Kickl die Impfung permanent schlecht macht, da Ängste schürt? Es wurde sogar von YouTube eine Rede von ihm gelöscht aus dem Parlament. Er hat die Österreicher als Versuchskaninchen bezeichnet. Ich meine, das trägt nicht alles unbedingt dazu bei, Vertrauen zu schaffen bei dieser Impfung. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist die Wahrheit. Und am meisten Vertrauen schaffe ich, wenn ich den Menschen die Wahrheit sage. Jetzt bin ich kein großer Fan von Angela Merkel, wie jeder weiß, weil mit ihrem Wir schaffen das hat sie uns große Probleme bereitet. Sie hätte eigentlich sagen müssen, jetzt Wir schaffen das. Und vor 5 Jahren beim größten Flüchtlingsstrom bleiben Sie zu Hause. Es war leider umgekehrt. Sie hat damals gesagt, wir schaffen das und jetzt bleiben Sie zu Hause. Aber sie ist zumindest eine, die den Menschen die Wahrheit sagt und auch sagt, wie lange sie einen Lockdown plant, dass es bis Ostern gehen kann. Bei uns ist immer so eine Salamitaktik, ein bisschen was sagt man und dann sagt man, das kommt alles nicht. Ich erinnere mich an meine Aussage, es kommt ein weiterer Lockdown. Dann ist dann geheißen, das ist alles nicht wahr, das ist keine Ente, das ist eine ganze Entenfamilie. Präsident Hofer ist ein Fall für den Sektenbeauftragten. Natürlich ist es gekommen. Also man braucht diese Wahrheit. Zur Impfung.
Das große Problem ist jetzt natürlich, dass wir die Impfstoffe gar nicht haben. Also diese Impfstrategie ist zusammengebrochen, weil die Europäische Union, ich muss es so klar sagen, so dumm war, sich die Dosen nicht wirklich zu sichern. Es wird das verkauft in die USA, nach Israel und so weiter. Und wir haben das nicht. Das heißt, wir haben auch Bundesländer, wo die erste Spitze gegeben wurde und man Probleme hat, die zweite zu geben, weil der Impfstoff nicht nachkommt. Also da sind andere Länder wesentlich klüger gewesen. Und ich sage mal, wir haben auch mit unserem Impfkoordinator einen schwarzen Peter gezogen. Also er ist ja auch Vize-Impfkoordinator auf europäischer Ebene und hätte eigentlich wissen müssen, dass AstraZeneca bei der Studie im März oder April nur geprüft worden ist bei Personen zwischen 18 und 55 Jahre. Also in der Situation zu sagen, das ist unsere Strategie für die älteren Personen in Österreich, das ist grob fahrlässig. Dann jetzt bei der weiteren Studie sind, glaube ich, bei den über 70-Jährigen nur 5% Probanden aus diesem Bereich. Also ein Totalversagen des Impfkoordinators in der Verantwortung des Gesundheitsministers, der immer noch im Amt ist. Also was muss Ann Schober noch alles tun, damit man sagt, das geht einfach nicht mehr. Und da geht es nicht um eine atmosphärische Frage. Da gibt es jeden Tag Opfer. Menschenleben, aber auch die Wirtschaft, der Arbeitsmarkt, die Schüler, ganz Österreich. Wir werden mehr als ein Jahrzehnt brauchen, um uns von diesem Totalversagen auch erholen zu können. Ich sage nochmal, Sie kennen mich. Ich bin nicht jemand, der immer sagt, es ist alles falsch, was die Regierung macht. Überhaupt nicht. Aber genau in diesem Bereich, in diesem ganz sensiblen Bereich, gibt es ein Totalversagen. Wenn ich Bundespräsident wäre, hätte ich alles daran gesetzt, in Gesprächen mit der Regierung diese Position neu zu besetzen. Auch wenn es jemand wäre, der meiner eigenen Partei angehört, wie das jetzt der Fall ist, was Van der Bellen anbelangt. Ihrer Meinung nach müsste Ann Schober zurücktreten und wenn er das nicht tut, sollte ihn der Bundespräsident entlassen? Dann sollte der Bundespräsident ernsthafte Gespräche führen mit der Regierung, darauf hinweisen, dass es für die Zukunft dieses Landes und für die Sicherheit der Menschen unabdingbar ist, diese Position mit jemandem zu besetzen, der Management-Skills hat. Ein Minister muss nicht überall Experte sein persönlich, aber er muss so klug sein zu wissen, welche Experten setze ich wie ein und wie gieße ich diese Expertenmeinungen in sinnvolle Maßnahmen und welche Experten sind vielleicht die, die mir einen Schaden verursachen. Ich sage noch einmal, der Impfkoordinator hat aus meiner Sicht komplett versagt und ist immer noch in Funktion. Das ist für mich völlig unverständlich. Werden Sie eigentlich Anzeigen einbringen gegen den Minister und den Impfkoordinator oder eine Amtshaftungsklage? Also, was Anzeigen gibt es ja auch schon bereits, die der Parlamentsclub vorbereitet, gegen den Impfkoordinator meines Wissens noch nicht. Ich sage noch einmal, wichtig wird sein, ist wirklich neu zu besetzen. Ich meine, wir haben einen Impfkoordinator, der auf europäischer Ebene auch verantwortlich ist, als Vize, und dann haben wir keine Impfstoffe. Andere Länder haben das. In Serbien können sich die Bürger aussuchen, mit welchem Impfstoff sie geimpft werden. In Israel genauso. Und bei uns funktioniert das überhaupt nicht. Die Menschen, die sich impfen lassen wollen, müssen auch drankommen. Und die Menschen, die sagen, nein, ich möchte mich nicht impfen lassen, haben auch die freie Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen. Da darf es auch keine Bestrafung geben. Aber das, was wir jetzt haben, ist nicht das Beste aus zwei Welten, sondern das Schlechteste aus zwei Welten. Und das muss sich ändern. Und wer ist schuld an dem, Ihrer Meinung nach? Nur der Gesundheitsminister und sein Impfkoordinator? Oder wer? Na, der Gesundheitsminister ist natürlich verantwortlich, genauso wie bei den Pflegeheimen. Was mich irrsinnig stört, ist zu sagen, naja, für die Pflegeheime sind ja die Länder verantwortlich. Gar nicht. In der Verordnung ist ganz klar festgelegt, wie man mit den Pflegeheimen umzugehen hat. Und in einer Pandemie ist für diesen Bereich immer der Gesundheitsminister in Hauptverantwortung. Und ich muss ehrlich sagen, es funktioniert nicht. Mhm. Frage ist ja auch, wenn Sie so unzufrieden sind mit der Regierung, könnten Sie sich ja als sozusagen neuer Partner wieder andienen der ÖVP? Haben Sie in der Vergangenheit auch immer wieder in den Raum gestellt. Wäre das für Sie eine Möglichkeit, ein fliegender Wechsel? Nun, zunächst andienen werde ich mich überhaupt nicht. Zweitens, ich habe vor einigen Monaten gesagt, es wäre in dieser schwierigen Situation eine Möglichkeit, eine Allparteienregierung einzusetzen, um die Probleme zu lösen. Die Zeit ist verstrichen. Das Angebot war damals da. Jetzt ist es zu spät. Der Schaden ist passiert. Jetzt werden Sie nicht und das ginge auch ja gar nicht, weil ja die SPÖ ganz klar sagt, sie wollen den Lockdown verlängern. Also ich kann nicht in eine Regierung gehen mit der SPÖ, die den Lockdown noch länger machen will, mit der ÖVP, die das auch will und mit den Grünen, die das auch wollen. Bei den NEOS wird man sehen, wie sie sich positionieren, auch in Zukunft. Aber das ist ja unmöglich. Also, aber das heißt, für so eine Konzentrationsregierung würden Sie derzeit nicht so verfügen. Das funktioniert nicht, weil die anderen
anderen Parteien den Lockdown verlängern wollen und damit Österreich nicht geholfen wird im Gesundheitsbereich, aber das Land völlig in den Abgrund gestürzt wird. Damit tun unsere Kinder und die Enkelkinder irrsinnig leid, weil wir haben sagen können, wir sind dankbar für unsere Eltern und Großeltern, die haben uns dieses Land aufgebaut und das haben wir ein gutes Leben. Unsere Kinder werden sagen, unsere Eltern haben diesem Land schweren Schaden zugefügt und die müssen das ausbaden. Mhm. Glauben Sie, dass diese Regierung halten wird, Türkis-Grün, oder glauben Sie, dass eine andere Partei wie die SPÖ da vielleicht dann in die Bresche spielt? Es kommt darauf an, wie lange der Lockdown hält. Der Bürgermeister Ludwig hat schon gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass die SPÖ in die Regierung geht. Also die haben zwar jetzt der ÖVP und den Grünen geholfen, als es um den Lockdown gegangen ist, um das zu verlängern. Ich halte es für einen Fehler, zeigen auch die Zahlen. Aber es gibt hier keinen Wechsel. Bei uns auch nicht. Das heißt, diese Regierung wird entweder halten, wobei ich das für auf Dauer für unwahrscheinlich halte. Es hängt auch davon ab, wie lange die Corona-Krise andauert. Also solange es hier diese Corona-Krise gibt, sind die beiden auch zusammengeschweißt in der Not. Aber auf Dauer kann das nicht funktionieren. Die Frage der Flüchtlingskrise, Moria und so weiter. Man merkt ja schon immer mehr, dass auch bei den Grünen hier eine gewisse Verzweiflung auftritt. Ich kann mir ja vorstellen, welche E-Mails die Grünen in der Parteizentrale erhalten, weil sie bei jedem Punkt mitgehen. Im Parlament zuletzt auch wieder ein Antrag, man möge doch diese Flüchtlingskinder aufnehmen. Ich halte das für nicht ganz ungefährlich, weil natürlich, wenn wir hier beginnen und sagen, es darf jemand rein, auch wenn kein Recht auf Asyl besteht, dann ist es etwas, was ich nicht unterstütze. Wir haben eine andere Meinung. Aber die Grünen sind hier haben eigentlich eine andere Position und stimmen im Parlament permanent dagegen, Flüchtlinge aufzunehmen. Naja, die Menschen, die Grün gewählt haben, aus diesem Grund werden sich überlegen, das beim nächsten Mal wieder zu tun. Ich würde gerne noch zu einem anderen Thema kommen. Heute sind mehrere Interviews mit dem Drahtzieher des Ibiza-Videos erschienen. Der FPÖ-Urschuss-Fraktionsführer Hafenecker spricht in diesem Zusammenhang von einem geplanten Staatsstreich, der da offenkundig geworden ist durch diese Interviews, weil die Bundespräsidentschaftskanzlei vorab informiert wurde. Ist das wirklich ein Staatsstreich? Naja, es ist schon etwas, ich habe das heute auch gelesen und habe dann auch gelesen, dass vor Veröffentlichung des Videos offenbar die Präsidentschaftskanzlei informiert worden ist. Es soll ein Treffen mit einem Mitarbeiter des Bundespräsidenten gegeben haben. Es soll der SPÖ mehrfach das Video angeboten worden sein. Es soll die ÖVP sogar gewarnt haben vor einem möglichen, Videoaktion. Also das ist eine Sache, wo offenbar ganz viele alarmiert waren oder etwas gewusst haben. Es soll auch im städtischen Bereich, so ist es formuliert worden, schon ein Thema gewesen sein, so ein Video soll kommen. Naja, schauen Sie, die Regierung ist aufgrund dieses Videos auseinandergebrochen. Wir wären bereit gewesen, weiterzuarbeiten. Na, der Regierungspartner wollte es damals nicht. Es ist schon etwas, was den Staat getroffen hat und ich frage mich schon langsam, wenn so viele Menschen hier eingebunden waren und das angeboten worden ist und informiert waren, wie das so lange unter der Decke geblieben ist. Aber wenn es anscheinend eh jeder gewusst hat, warum hat es die FPÖ nicht gewusst? Das ist eine hervorragende Frage, die ich mir zurechtstelle. Ich wurde informiert am Tag der Veröffentlichung des Videos. Sie haben das davor nie gehört. Und ich war wirklich schockiert. Ich habe das schon mal erzählt, wie der Tag war. Ich war auf dem Weg nach Innsbruck und habe das vor meiner Abreise nach Innsbruck erfahren und war wirklich schockiert. Jetzt hat die FPÖ heute auch im Urschuss vorgeschlagen, dass man den Bundespräsidenten Van der Bellen als Zeugen laden soll. Was erwarten Sie sich denn von seiner Aussage? Jede Persönlichkeit kann als Zeuge geladen werden. Und nachdem, wenn das stimmt, was hier behauptet wird, wobei man immer die Frage stellen muss, stimmt das tatsächlich? Ja? Dann ist es legitim, auch die Person zu befragen, die angeblich schriftlich und über einen Mitarbeiter informiert worden ist. Ob das stimmt, ist fraglich, aber man muss es zumindest prüfen. Und ganz zum Schluss noch, Herr Hofer, was ist eigentlich mit den FPÖ-Compliance-Regeln? Wann kommen die denn? Da soll es ja eine Klausur gegeben haben jetzt diese Woche. Wie ist der aktuelle Status? Also wir sind 2 Tage zusammengesessen und haben über die Inhalte der Compliance-Regeln beraten. Das ist ein sehr umfassendes Konvolut. Es gab einige grundsätzliche Fragen, die von großer Wichtigkeit waren. Das nächste Treffen findet Mitte Februar statt oder knapp nach Mitte Februar statt. Da geht es dann ins Detail, was die Ausformulierung anbelangt. Wenn dann dieses Gremium sagt, ja passt, so können wir es absegnen, dann geht es in den Bundesparteivorstand, der das Beschlussgremium für dieses Konvolut verantwortlich ist. Was war die große Frage bei diesen Compliance-Regeln?
sollen diese Compliance-Regeln, die sehr streng sind, auch für ehrenamtliche Funktionäre gelten. Und das werden wir so nicht machen. Also ein Schriftführer in einer kleinen Ortsgruppe muss sich nicht denselben Regeln unterwerfen wie ein Mandatar, ein Bundesparteiobmann, ein Gruppobmann, ein Landesrat und so weiter und so fort. Also hier gibt es zwar dann auch einen Kodex für die Gesamtpartei, aber für all jene, die in der Politik mit ihrer Tätigkeit auch Geld verdienen, gibt es dann Regeln, die sehr, sehr klar abgefasst sind. Und wann werden die kommen? Also wann werden sie die dann? Zunächst, also Mitte, also knapp nach Mitte Februar die zweite Arbeitssitzung. Und dann werden wir, wenn wir das dort auch finalisieren können, wo alle sagen, so passt es, so sind wir einverstanden, so ist auch die FPÖ geschützt, vor allen Dingen, wenn es einer aus der Gruppe oder zwei vielleicht glauben, Maßnahmen setzen zu müssen, die nicht in Ordnung sind. Da ist auch die FPÖ geschützt. Ja, und dann werden wir einen Bundesparteivorstand avisieren, wo wir das dann auch beschließen werden. Wichtig ist für mich, dass wir die Partei sind, wo es diese klaren Regeln gibt und wo einfach auch der Kopf und alles andere frei ist, um politische Arbeit machen zu können. Niemand von uns wird sich mit Details und Fragen beschäftigen, die eigentlich dann selbstverständlich sein müssen, was das Verhalten eines jeden Verantwortungsträgers anbelangt. Und ich freue mich schon drauf, weil sehr schnell klar werden wird, dass wir nach einer Erfahrung, die wir gemacht haben, die sehr schmerzhaft war, dass wir aus dieser Erfahrung gelernt haben und uns Regeln geben, die klar machen, die FPÖ ist eine Partei, auf die man sich verlassen kann. Und Schlussfrage noch, Herr Hofer, werden Sie sich eigentlich impfen lassen? Wir haben in der Familie über das sehr, sehr viel gesprochen. In meiner Familie sind die Gesundheitsberufe sehr, sehr stark verankert. Also das ist meine Frau als Altenpflegerin, wo ich sehr, sehr stolz bin, dass sie diese Arbeit macht in der Schutzkleidung, wurde füttern, sie wickeln und so weiter. Sie hat die erste Impfung als Mitarbeiterin im Pflegeheim erhalten. Meine Tochter ist in der Ausbildung auch in den Gesundheitsberuf. Die Praxis beginnt, wo sie jetzt auch in einem Altenheim arbeiten wird. Und aus dieser Überlegung heraus und auch aufgrund meiner Vorerkrankungen mit Lungeninfarkt und so weiter, ja, werde ich mich impfen lassen. Herr Hofer, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke, alles Gute. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich wieder zurück und dann sind Peter Westenthaler und Josef Czapp zu Gast, wie immer bei uns am Mittwoch. Heute sprechen wir natürlich über die drohende Lockdown-Verlängerung oder doch Lockdown-Öffnung. Was soll passieren am 8. Februar? Kann überhaupt geöffnet werden? Und wenn ja, wie kann geöffnet werden? Und wir sprechen natürlich auch über das Impfdesaster. Wer ist jetzt wirklich schuld daran, dass wir keinen Impfstoff in Österreich haben? Und ist das, so wie Norbert Hofer gesagt hat, ein irreparabler Totalschaden oder kann man das vielleicht doch noch irgendwie lösen? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Pause.